ist ja schade, oder? Ist ja, aber gut. Und das Nächste ist, natürlich, wir haben da die GKB und den Bus etc., das sind alles gute Bedingungen, aber es ist noch viel zu teuer. Die Fahrkarte, die Zwei-Zonen-Karte kostet im Jahr 660 Euro. Die Gemeinde ist so nett, zahlt 10% dazu, aber das sind nur zwei Zonen. Wenn Sie jetzt nicht nach Graz fahren, sondern nach Deutschlandsberg, können Sie noch einmal zahlen. Also die Öffis, die gehören unbedingt attraktiver gemacht und dann werden die Leute zusteigen. Sonst fährt man Auto. Aber wie gesagt, wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir im Gemeinderat Dinge behandeln, die wir beeinflussen können. Das wird nicht von uns beeinflussbar sein. Und jetzt gibt es aber eine letzte Frage. Nein, haben wir noch? Gut, machen wir noch zwei letzte Fragen. Ein Jahr lang mit dem Auto reingefahren und sich überlegt, wie viel Geld es kostet im Verhältnis zu den Öffis, abgesehen von der Abnutzung und so weiter und von der Umwelt, die durch das Auto viel mehr geschädigt wird als durch den Bus und durch den Öffi. Bitte keine umweltpolitische Diskussion jetzt beginnen. Kann man den Flächennutzungsplan, den voraussichtlichen Reinstellen in die Gemeinde? Wir können ihn ab der Auflage beginnen, das heißt ab 10. Dezember kann er im Gemeindeamt eingesehen werden, kann man elektronisch auf der Homepage dann anschauen, kann man auch anschauen und dann ist er auch für 8 Wochen aufliegend und jeder kann seine Sachen dazugeben. Ich möchte jetzt nur eins sagen, weil wir das da jetzt nochmal zum Schluss vom Simon also gekommen ist und von der Evi, das ist jetzt der erste Teil und ich sage, die meisten Leute, die heute gekommen sind, sind der Meinung, dass man vielleicht weniger wachsen sollte oder weniger umwidmen sollte, außer die, die vielleicht selber Grundstücke haben. Ihr seid jetzt die auf die Seite bremsen. In den nächsten, ab dem 10. 8 Wochen, weiß ich jetzt schon, dass ich ganz, ganz viele Telefonate führen werde mit Leuten, die nicht das gekriegt haben, was sie wollen haben. Weil die gibt es nämlich sehr wohl auch. Es gibt nämlich sehr wohl Leute, die hätten gern in ein Einfamilienhausgebiet, weil sie das Grundstück vielleicht geerbt haben und dort gar nicht wohnen in der Nähe, an einen Bauträger möglichst gewinnbringend verkauft. Das haben wir aber nicht zugelassen in vielen Teilen. Das heißt, wir sind sehr, sehr behutsam vorgegangen und haben nicht alle Sachen umgewidmet. Das heißt, die zweite massive Welle wird jetzt erst kommen und ich glaube, dass diejenigen, die sind dann sehen werden und denen eher die Kriterien, die mir da jetzt betont worden sind, vor allem von der Ewen vom Simon, dass die gar nicht so stark wiegen werden, weil wir auf das eh eingegangen sind. Aber die anderen, da werde ich noch, glaube ich, ein paar heftige Anrufe bekommen. Gut, ich bedanke mich jetzt nochmal, dass Sie alle gekommen sind. Wie vorher schon kurz angekündigt, es gibt im hinteren Bereich jetzt noch was Brötchen und was zu trinken. Das hat es bis jetzt noch nie gegeben bei einer Bürgerversammlung. Das gibt es aber heute vor allem deswegen, weil wir auch nicht bei jeder Bürgerversammlung, und jetzt schließt sich der Kreis derer, die heute geehrt worden sind, denen ich noch einmal herzlich gratulieren möchte, dass die jetzt bitte alle mit denen da hinten noch eine kleine Feier stattfinden, weil vielleicht würden die gar nichts wissen von dem, was ich heute sonst so erzählt habe und wir alle und sitzen jetzt die ganze Zeit schon da und müssen warten, damit sie da wieder heil rauskommen. Na, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute da wart, wünsche noch gute Gespräche, vielleicht können wir hinten ein bisschen zusammenstehen. Wie gesagt, am 15.01. ist schon die nächste Bürgerversammlung für alle, die komplett ins Detail gehen wollen mit Herrn Radasch jetzt, was die Flächenwidmung betrifft. Die Auflage beginnt, wie gesagt, am 10. Dezember und melden Sie sich, geben Sie Ihr Feedback und wir sind sonst eh, wie wir alle da sind, ständig erreichbar. Die Gemeinderäte sitzen auch davon. Nutzen Sie den, der Ihnen am liebsten ist und jeder von denen wird es weitertragen. Einen schönen Abend und danke.